Rishi Sunak ist Premierminister und seine Partei, die konservativen Tories, liegen in Umfragen bis zu 20 Prozentpunkte hinter der oppositionellen Labour. Dabei hatte das Land aufgeatmet, als vor knapp einem Jahr nach den Dauerturbulenzen von Boris Johnson und Liz Truss Sunak das Königreich zunächst beruhigte. Nun aber versinkt es im Dauergrau. Zu marode Schulen, zu wenig Ärzte. Und wie reagiert der Premier? Er drischt, verzweifelt, populistische Parolen. Vom Parteitag der Tories in Manchester berichtet Sven Lohmann. Ein bisschen Spaß muss sein. Premier und Tory-Parteichef Rishi Sunak gibt sich beim Herumschlendern wie so oft locker flockig. Alles easy. Dieses fast harmlose Bild ändert er, sobald es auf die Bühne geht. Dort wettert er zum Beispiel gegen geltende Klimaziele, die zu teuer seien. Das ist einfach falsch. Priorität muss der Geldbeutel der Leute haben. Gegen Flüchtlinge, die Schutz in Großbritannien suchen. Wer illegal hierher kommt, wird festgenommen und abgeschoben. Und gegen Transgender-Menschen. Wir lassen uns nicht kritisieren, wenn wir sagen, ein Geschlecht kann man sich nicht aussuchen. Ein Mann ist ein Mann, eine Frau eine Frau. Es sind rechtspopulistische Töne und die bekommen Zuspruch. Tories wie David Gork aus der konservativen Mitte, die jahrelang die Partei geprägt haben, fühlen sich mittlerweile einsam. Seit einiger Zeit schon dringen die durch, die laut schreien. Gemäßigte Gegenargumente werden kaum noch gehört. Der rechte populistische Flügel bestimmt längst den Kurs. Ein Jahr vor der nächsten Wahl liegen die Konservativen in Umfragen deutlich hinter der Labour-Partei. Scharfe Rhetorik, wie von Innenministerin Suella Braverman gegen Migranten, ist nun das, wofür die Tories stehen. Der Wind des Wandels damals, als meine Eltern hierher kamen, war ein laues Lüftchen im Vergleich zu dem Wirbelsturm an Migranten, die jetzt kommen. Selbst wenn wir unsere Landschaften zubauen, Wolkenkratzer in den Städten errichten, wird es nicht ausreichen, sie alle unterzubringen. Für manche aus der Partei ist das unverantwortlich. Als Politiker müssen wir behutsam sein, was wir sagen. Wir müssen das Land führen und dürfen nicht Minderheiten dämonisieren. Immer wieder fallen Konservative dieser Tage auch damit auf, öffentlich falsche Behauptungen aufzustellen. In einer Sendung der BBC verlor die Moderatorin die Fassung. Seid ihr so verzweifelt, dass ihr anfangt, Sachen einfach zu erfinden? Mich besorgt das alles. Wenn wir die nächste Wahl verlieren sollten, befürchte ich sogar, dass ein neuer Parteichef kommt, der uns, um der Basis zu gefallen, noch weiter in den Populismus führt. Rishi Sunak hat die Partei schon jetzt weit an den rechten Rand gerückt. Und unter den Mitgliedern gibt es viele, die das für den richtigen Kurs halten.